herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Cave. Ja, wir sind am Anfang der Höhlentour. Der Höhlentour. Ich habe die Höhlentour eben verstanden. Und wir bereiten uns auf die Hölle hier unten vor. Oder auf eine einfache Höhlentour. Da sind wir noch nicht ganz sicher. Kann man da was mitmachen? Nimm das. Oh, scheiße. The Cave. The Cave. Okay. Haftungsausschluss für die Höhle. Durch Betreten der Höhle, in Klammern die Höhle, stimmen sie zu, die Höhle, Inc., die Muttergesellschaft, oh Gott, Amalgamated Aluminium Holdings und alle Tochtergesellschaften von die Höhle, ob real oder fiktiv, von der Haftung bei allen körperlichen, emotionalen oder spirituellen Verletzungen, die nach dem Aufenthalt in der Höhle für einen Zeitraum von mindestens 1 bis maximal 5 Jahren auftreten, auszuschließen. Die Höhle ist zudem nicht verantwortlich für Schäden an oder Verlust. Für Schäden an oder Verlust oder Diebstahl von persönlichen Gegenständen und Kleidung. Was für ein Satz. Zudem stimmen sie zu, die Höhle, für jeglichen Schaden, den sie bei ihrem Besuch anrichten oder auch nicht anrichten, zu entschädigen. Viel Vergnügen bei der Höhlenforschung. Lass uns die Höhle erforschen. Das erinnert mich an den Höhlenforscher von Teso. Von Teso, ja. Scheiße. Oh, oh. Hi. Warte mal. Hi. Okay, ich kann ja nichts nehmen. Schade. Ja. Das sieht irgendwie so nebelig aus, das finde ich nicht gut. Ich wollte doch nur nicht runterfallen. Hilfe. Warte mal. Ey, der rubbelt sich einen da an dem Seil. Guck dir das mal an. Ja, ja. Das machst du ja gerne. Der ist am Mönch. Oh, okay, da runterspringen ist schlecht. Warte mal. Ach so. Okay. Schalt mal auf dich, dann siehst du auch mehr. Ah, links ist noch was. Was du nicht sehen kannst, weil du nicht auf dich geschaltet hast. Da ist wieder so ein Dödel. Ein junger Lehrling. Ja, ich lasse es mal einfach unkommentiert. Wie sieht der denn aus? Oh, da liegen schon wieder so Knochen. Das finde ich gar nicht gut. Reicht das, wenn ich da runterspringe? So als Abfederung? Vielleicht? Na, mach mal das runter wieder. Ach so, das ist hier... Ach so. Nee, nee. Soll ich das runter machen? Nee, nee, das reicht nicht. Du musst hier hinten rüberkommen. Ja, stopp, stopp, nicht so weit. Ja, da kann ich nicht hinspringen. Wo denn? Ja, siehst du? Ist doch bestimmt ein Puffer gewesen. Brauchen wir da 3 für vielleicht? Oder einen schwereren. Der Hillbilly ist bestimmt schwerer als wir. Na, loslassen! Aber da steht nichts von 3. Doch, 3. Da unten sind Lampen 3. Ja, jetzt können wir gehen. Ach da, das sind die Grünen. Okay. Ja. Ich stürze mich mal wieder ins Winter O. Das war jetzt knapp. Winter O. Was ist da O? Ist das irgendwas Spirituelles? Das war knapp. Hör doch mal auf zu beten immer. Hä? Ach so, ich dachte, du bist da oben. Oh, ist das? Au. Scheiße. Okay, also ich versuche erstmal eben... Hier steht auch Höhlentour, müssen wir weitermachen. Hoffe ich zumindest, dass das heißt, dass wir die hier weitermachen sollen. Warum kommst du denn jetzt mit? Das finde ich jetzt nicht gut. Also hätten wir nicht da runter gemusst? Ah, scheiße! Aber... Fuck! Na, ja, jetzt bin ich mit. That sweet smell of cotton candy and roller coaster vomit can mean only one thing. The carnival is in town. And you know what these three would love even more than going to the carnival? Sneaking into the carnival. Oh, come on, there's no shame in it, really. It's a victimless crime. Unlike the crime about to be committed by someone who shall remain nameless.
But it rhymes with Bill Hilly. Bill Hilly? Also okay, hier kann ich anscheinend nirgendwo hin, aber du kannst ja darunter tauchen. Ich würde aber die Luftblasen machen. Irgendwo. Weil das sieht doch ziemlich lang aus. Boah, wo geht das hier hin? Hallo, der kommt nicht da hoch. Achso, jetzt. Was ist denn hier los? Irgendwas? Oh, das Dynamit. Warte mal, Dynamit an. Ah, ja, ah, rechts. Ja. Wie kann ich nochmal weg? Los, lass los. Nein. Aua. Boah. Es gab eine Rückkopplung, aber es war okay. Okay, jetzt können wir mit. Also irgendwie mit dem Werfen muss ich das irgendwie noch besser machen. Also abwerfen war, glaube ich, mit rechts, meine ich. Aua. Warte mal, hier sind Luftballons, kann man nicht mitnehmen? Also ich komme, ich rubbel mir noch mal ein, bis du da bist. Ich bin über dich rüber gerutscht. There she is, the amazing two-legged lady. You know, the hillbilly carries a torch for her. They could marry and live happily ever after with a house full of little Bill Hillies. Little Bill Hillies, okay. Ich schätze, das hat aber irgendwas hier mit dem Schlauch The zu pink tun. Bear hanging in that prize booth looks remarkably like what the amazing two-legged lady desires most. Perhaps the hillbilly can win enough tickets to buy it. Then this adorable story can have its happy ending. Also, du bist der Hillbilly und du sollst genug Tickets gewinnen irgendwie. Guck mal hier. Eins habe ich schon mal. Ich habe gerade was Falsches gelesen, aber okay. Ja. Eins, okay. Brauchst du sechs, weil da waren sechs Lampen? Oh, Entschuldigung, der ist nach links gegangen. Hilfe. Du bist aber stärker als ich, oder? Hm. Wenn ich dir meine geistigen Kräfte gebe. Dann bist du immer noch ein Loser, okay. Boah. Geh mal da rein. Oh, okay. Na, da oben ist ein Ticket. Ich komme noch nicht mehr raus. Ja, tauch doch mal. Ja, dann musst du, warte mal. Musst du schon auf dich schalten, genau. Moment, guck erstmal links, nicht, dass du rechts wieder rauskommst. Ja, ich muss ja wieder rauskommen. Hier ist nichts mehr. Nee, du musst erst mal gucken, was das war da oben. Ja, da war nichts. Ich habe ja geguckt hier. Schwimm doch einfach mal dahin. Du meinst das hier? Oder? Ach, ja, da. Durch den ganzen Gang, genau. Ja, aber da geht's weiter. Wir wollen noch nicht... Okay. Wir wollen aber normal nicht weiter da hoch. Ja, wieso? Wir brauchen noch mehrere Tickets. Da, guck mal. Ach, dann kannst du auch einfach runterspringen, glaube ich. Mhm. Ankunft bei der Arbeit. Und wer sind die jetzt rechts? Ja, toll, jetzt ist es einfach weitergegangen. Kann man gar nicht mehr gucken. Achso, kann ich nicht mehr hochgehen? Soll ich nicht mehr hochgehen? Aber warum geht das Hau den Lukas nicht? Oder muss das sie vielleicht machen? Die sieht so stark aus. Ach so, wir brauchen jetzt noch drei. Oh Gott. Ja, kurz ist. Nicht mit ihr probieren? Naja, aber es muss irgendein Trick sein. Eigentlich, du kannst ja doch jeden Charakter mit nach hier nehmen, ne? Hä, warum stimmt denn? Ich rubbel mir so lang nochmal an. Ja, Baby. Gib's mir. Ich komm schon. Ich meine das Seil. Ah ja, manche stehen auf Seile, okay. Oh, was sind das da links? Sit right up and have your way here. If I'm wrong, you get a ticket redeemable for a prize you desire the most. Denk ich? Gateway 194. Right again. You lose. My best guess is 194. Right again. You lose. Your weight is exactly 369. Right again. Warte mal.
Ja, wir müssen ihn vielleicht irgendwie ablenken oder so. 69. Right again. You lose. My best guess is 194. Ja. Right again. Irgendwie geht's nicht. Ja, es bringt ja nichts, wenn wir immer das gleiche machen. Da geht's aber wieder runter. Ah, scheiße, ich spiel grad mit deinem. Oh. Hä? Wie, du spielst mit meinem? Nee, nee. Doch, ich spiel gerade mit deinem. Take your chance with Lady Luck. Spin the wheel and guess the color. If you're right, you win a ticket. And the color is... Achso, so flau eigentlich. Green. Better luck next time. Green. And the color is... Red. Grün, rot. Better luck next time. And the color is... Green. Better luck grün, next rot, time. Grün. And the color is... Red. Aha, okay. Na, warte mal. Ja, ich komme mal runter mit. Okay. Guess the color chosen by 100% random means and win the ticket. Ja, es war so klar, dass das jetzt kommen will. Es kommt wahrscheinlich blau. Ja! Siehst du, ich hab's gewusst. Das ist doch beschiss. Drück mal. And the color is... Green. Lass es aber mal stehen. And the color is blue. Better luck next time. And the color is blue. Better luck next time. Das ist doch Verarschung. Guck mal. And the color is green. Better jetzt luck kommt next rot time. Dabei. And the color is oder ja. Du musst vielleicht immer das machen, was gerade gekommen ist oder so. Geh mal auf blau. And the color is red. Better luck next time. And the color is blue. Better luck next time. Nee, das ist es nicht. Ah, denke ich auch nicht. Aber hätte ja auch sein können. Nee, weißt du, was du machen musst? Warte mal. Mach mal bitte. Mach noch mal. Nein. Boah, ey, willst du mich verarschen? Nein. Du hast doch gerade auf blau gedrückt. Ja. Hä? Mach noch mal. And the color is... Green. Ach, leck mich! Ja, musst du beim Drehen machen. And the color is green. Ey, better luck next time. And the color is green. Ey, der war aber auf grün. Also mach du das mal. Nee, du kannst da nicht gewinnen. Der war auf grün gerade. Doch, du musst gewinnen irgendwie. Der war auf grün. Oder kann das sein, dass der Hilbe jetzt auf muss? Grün? Dann hat der angehalten auf grün und, mach sie jetzt. Ich geh mal eben hoch. Ich geh mal kurz gucken, was da rechts ist. Wahrscheinlich ist da auch nur so eine Schatten. Nee, warte. Hier waren wir doch, ne? Da oben geht's auch noch mal weiter. Ach du Scheiße. Ne, da ist doch dieser Kack. Magnifico the Magnificent will now dazzle your mind with the most amazing disappearing act ever performed. Pay close attention to the cupcake on the pedestal. By the dark powers invested in me, by the County of Rutherford and the surrounding unincorporated areas, I pronounce you disappeared. Nein, ich wollte das Törtchen, du Arschloch. Wo ist das Törtchen jetzt hin? Darth Vader ist hier. Wo ist das? Ach, da brauche ich eine Sicherung für, okay. Weil vielleicht gibt es ja auch welche, die du machen kannst und welche, die du nicht machen kannst oder so. Das kann sein, ja. Aber... Okay, ah! Eine Hantel!
Warte mal, kann man damit nicht ganz Gewicht draufhauen vielleicht? Nee, für das Gewicht wäre das gut. Vorschlagkammer haben wir hier auch noch. Das ist, ja, weißt du, wofür der ist? Für den kann es sein, dass du hier ran kannst? Ja, aber ich komme ja nicht mehr zu dir. Ja, dann komm mal. Kann ich mich nicht so teleportieren? Nein. Hä? Wieso kann ich... Du kannst aber einen auf Harley Quinn machen. Hallo! Wie, ich kann einen auf Harley Quinn machen? Ja, da ist ein Vorschlagkammer. Ja, ja. Ah, nee, ich komm's da nicht hoch, oder? Doch. Natürlich. Ah, ja, ja, jetzt war die Einführung so schön. Ach, da oben. Ah. Ich komme aber nicht hier hin. Kommst du nicht durch? Warte mal. Ach doch. Hahaha. Hey, dachtet ihr wohl, was? Dass ich da nicht durchkomme. Kann ich das kaputt hauen? Naja, anscheinend nicht. Aber da oben ist nur die Sicherung, sonst ist da nichts mehr, ne? Nee, die fehlt, ja. Ah, und dann auch noch Wasser darunter, das ist nicht gut. Aber kann es sein, dass der... hier hinten ist doch dieses Riesenrad. Muss das nicht eine Sicherung haben? Wenn das, nee, das läuft ja schon. Ja, aber irgendwo hat es wahrscheinlich Strom. Oh, jetzt geht's weg. Ich hau jetzt erstmal den Lukas, wenn ich hier runterkomme. Wo ist denn der? Ich bin mir sicher, dass ich auch den Lukas hauen kann. Der hat's verdient, der kriegt einmal die Hand drauf. Nein, ich kann den Lukas nicht hauen. Okay, du weißt schon, dass du das Ticket aufheben sollst. Ja, mach ich doch schon. Ich denke mal, den brauchst du jetzt auch nicht mehr hier, ne, den Hammer. Ich will aber noch jemanden hauen damit. Ich habe noch eine Hantel, die kann ich dir geben. Ja, die ist für das Gewichtsding. Hier, dieser eine... Ja, genau. Der musste wahrscheinlich irgendwie... Genau, da kommt er nämlich nicht mehr klar. Wo war denn der? War der da oben? Das sagt ja, aber, mir mein Seil, woran ich mich rubbel. Ja, das ist irgendwie pervers, was du da gerade immer sagst. Oh, ja, super. Hier oben war der. Come on, what are you afraid of? Ich bin ganz unten. Ey, wieso bist du ganz unten? Ja, weil ich runtergefallen bin, weil du warst so schnell. Ich war einen Ticken vor dir. Aber es sind immer die anderen Schuld. Your weight is exactly 225. Right again. Ach so, du musst das wegwerfen, wenn der Fragezeichen kommt. Drück mal. Gerade nichts. Wie sollst du mal? Nee, du musst drücken. Nee, hä? Du musst drücken. Und wegwerfen. 225. Right again. Boah, ist doch nicht wahr. You weigh 225. Right again. Hä? You lose. Probier du mal. Your weight is exactly 244. Right again. Hä? Ja, da ist es ja schon links. My best guess is 244. Right again. You lose. Ja, you weigh 194. Right again. You lose. My best guess is 194. Das Problem ist, der rät ja die Zahl, die du tatsächlich hast, also nicht erst nachdem du es weggeworfen hast. You weigh right again. You lose. Hä? My best guess is 194. Right again. You lose. Boah, der geht mir auf den Sack gerade mit seinem. Warte mal. You weigh 240. Stell dich mal da drauf, dass das rattert und dann schmeiß die weg und dann drück mal. Ja, da bringt dir das nicht viel. Ja, aber wirft sie nicht weg weiter. Ja, und das... Ja, das geht nicht, keine Ahnung. Das muss irgendwie anders gehen. Warte mal, machen wir was anderes.
Your weight is exactly 244. Right again. You lose. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben dieses Riesenrad, wo wir noch nicht hinkommen. Uns fehlt noch eine Sicherung. Und zwei Tickets brauchen wir noch. Vielleicht braucht man die Handel woanders irgendwie. Also das Wasser 200, unten haben wir gemacht. 40, genau, den Lukas 4, haben wir gemacht. Was war hier? Das war das mit dem Wahrsagen. Mit dem Türchen. Magnifico the Magnificent will perform an encore of his world-renowned disappearing act. Kannst irgendwas ganz kurz. You think someone of my talent will be performing in Vegas and not at county carnivals? Well, you'd be wrong. No, I'm not bitter. Keep your eye on the pedestal. Bam! Now it's gone. I need a new agent. Magnificence, highly repetitious, disappearing act will now begin. Again. There, it's gone. That show is in 30 seconds. Nein, der hat unsere Handel ist weg. Ja, aber vielleicht kommt die irgendwo anders jetzt raus oder so. Du hast es kaputt gemacht. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich die überhaupt in der Hand habe. Wir sind beide so pros im Springen, voll die Jump'n'Run. Ja, weil ich mit deinen Dauern springe. Dann verändert sich immer noch das Bild dabei. Oh, ein Wahrsager. Hier war das mit dem Wahrsager. Ah nee, genau. Aber wo könnte die Scheiße... Warte mal, du hast das Törtchen aber. Hä, ich hab das Törtchen? Ja. Tatsache. Ich kann ja aber keinen mehr holen. Ich schätze mal, das war so gewollt, dass du das Törtchen... Aber wofür brauchst du das Törtchen? Also ihm kann ich's nicht geben. Warte mal, kann man da drauf? Vielleicht müssen wir hochfahren mit... Mit dem Türchen. Oh, scheiße. Ich fahr mal eine Runde rum. Ja, schreib mal auf dich. Jetzt ist da oben kurz. Ist was. Da ist wieder... Nee, das sage ich jetzt nicht. Zeichnung. Mangelnde Balance. Oh, oh. Oha. Aber denke ich mal, das. Ah, nee. Das ist eine Sicherung. Och, ehrlich? Aber ich habe die Torte. Aua. Ja, die kannst du aber auch nicht. Die kann man nicht nehmen. Ich bin irgendwie verbrannt. Was ist denn mit dem Hillbilly? Verbrennt der auch? Ich denke mal, ne? Aber wieso ist das verbrannt? Wieso verbrennt er da? Weil es eine Sicherung ist. Meins. Willst du jetzt nochmal sterben? Ich will nochmal gucken, was da, warum das, weil normal kannst du die doch rausnehmen. Ach so, weil Wasser. Ach, da ist auch wieder Wasser. Ach, warte mal, müssen, nee, aber wir müssen nur die Sicherung oben rausziehen, damit es aufhört. Vielleicht mehr von links ziehen kannst du auch nicht, ne? Nee. Das Problem ist, da ist Strom drauf. Da, ach so! Warte mal, wo geht denn das hier hin? Das Kabel rechts, geht da rüber. Rechts. Nein, das rechts. Geht da hin. Das Kabel. Das Kabel geht nach links. Komisch, oder? Dass das hier oben überall nach rechts hängt. Ja, hier ist es jetzt im, drin im Felsen verschwunden. Ja, aber ich hab's. Warte mal, lass uns hier nochmal gucken. Exotisch begleitete Tänze? Wo sind die? Ach so, das soll die sein. Ach so, die kommen wahrscheinlich, wenn wir da oben die Sicherung reinmachen. Ja. Ich will die Tänzer haben. Dann musst du dem Törtchen folgen. Ach so, wir brauchen doch den Hillbilly. Warte mal eben. Bei uns ist auch noch was. Der muss mal hier hochkommen. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal vorgeschlagen. Ja, er kommt ja schon. Also bis der da angedackelt kommt, ne? Mit seinen obergroßen, klatschenden Füßen. Ist der überhaupt richtig hier, ja, ne? Oh. Da kannst du hoch, ja. Links war aber auch noch irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht kann der ja wirklich die Sicherung holen. Was mit seiner Blase? Vielleicht schützt ihn die. Glaube ich zwar nicht, aber hört sich gut an. Das
hat seine Niere damit zu tun? Nein, die Blase meine ich, diese... den Heiligenschein. Den Heiligenschein. Aber ist eigentlich nur ein... Okay. Anscheinend nicht. Lass uns mal hier nochmal weiter gucken. Da hinten ist was mit Törtchen. Wo gehst du jetzt hin? Dahin, was, wo wir eventuell was machen müssen. Ja, aber hier war nichts mehr auf der Seite. Jetzt habe ich wegen dir das Törtchen verloren. Danke. Wo ist es? Ach, da unten. Ja, ich weiß, du stehst auf Törtchen. Nee, eben nicht. Deswegen schmeiße ich sie ja weg. Hallo, du sollst springen. Ach, da kommen wir. Nee, das war das, wo ich vorhin gesagt habe, da kommen wir noch hoch. Oder waren wir jetzt eben hier? Hier waren wir noch nicht. Warte mal. Hier ist der Generator, den müssen wir ausschalten vielleicht. Kann ich aber nicht mit... Da. Ich wollte gerade sagen, kann ich nicht mit dem Törtchen. Aber jetzt können wir... Jetzt kommen sie. Nee, warte. Warte mal. Was war das? Der geht wieder an. Warte mal, ich muss hier bleiben. Du gehst auf... Du gehst mach nach oben. Mach erstmal. Nee, mach du erstmal. Geh erstmal zu dem... So kann ich mich nicht bewegen. Und wie den Klaus. Ich hab den nicht. Deswegen hast du den auch bewegen können. Ich hab den wirklich nicht gehabt. Mhm, genau. Ja, ich hab ihn nicht ausgewählt gerade. Ich will keinen Mönch. So, entweder nimmst du sie... Nee, zu dem anderen Ding musst du. Nee, mach erstmal an. Du musst dir die Sicherung holen. Mach musst du es doch erstmal. Ach, dann mach ich's halt. Hättest du dann schon... Nicht die Tänze? Nein, du musst nach oben. Aber erst mit dem Ding fahren. Solange muss das Ding noch laufen. Fahr hoch, fahr hoch. Das dann war nicht die Frage. Oh, danke. Ja, ihr habt nichts gemacht. Hier sehe ich. Deswegen stand ich erst in dem Ding drin und war dann unten. Ja, was soll ich daran beeinflussen? Ich mach doch gar nichts gerade. Ich bewege dieses Teil nur durch meine Gedankenkraft. Nein, das ist alles Einbildung. Das ist übrigens ein Mönch, was du mal mit was anderem gleichsetzt. So, jetzt warte. Kann ich nicht. Ich muss erstmal warten, bis du den Strom ausgemacht hast. Mach! Nimm schnell! Ja, egal, das scheiße auf das Törtchen, das holen wir wieder. Obwohl, fuck, nein. Ja. Wir kommen da oben nicht mehr hin. Ah, das war jetzt Fail. Ach so, ich warte darauf, bis du den Strom wieder anmachst, aber... Ich kann den Strom nicht mehr anmachen. Mach erstmal die wilden Tänzer, die wollen wir jetzt erstmal sehen. Du willst die Tänzerinnen sehen. Wahrscheinlich werde ich dabei... Nee, du musst definitiv erst den Strom ausmachen. Ich will die wilden Tänzer sehen. Wo sind die? Die Gruppe ist da hinten. Hallo. Ach, scheiße. Ja, und weswegen haben wir das jetzt gemacht? Hier kommt gar kein Ticket. Das ist Beschiss, ich will mein Geld zurück. Ich auch. Ich kann aber nichts machen.